alles wird besser. Wenn wir das im richtigen Leben auch so einfach machen könnten, ne? So mit Copy-Paste einfach mal so hunderte, tausende Bäume setzen, ne? Die Menschheit hätte halt keine Probleme mehr. Okay, sie hätte Probleme. Der Mensch hat immer Probleme, er ist nie zufrieden. Aber es wäre zumindest ein Anfang, ne? Einmal so Copy-Paste über die Tropen wieder rüber, ne? Alles wieder zugepflanzt. Naja, jetzt sind die Jahrtausende alten Bäume weg. Jeden Tag. Fußballfelder voll. Bäume. Weg. Unentdeckte Tierarten. Weg. Von heute auf morgen. Noch nicht mal. Wir wissen noch nicht mal, dass sie weg sind, weil wir sie nie gesehen haben. Na gut. Nicht weiter jammern. Da muss jeder selbst gucken, was er dafür macht oder machen kann. Jetzt haben wir hier erstmal ein sehr schönes Forstgebiet, wo keine Bäume sind. So sieht es im Urwald manchmal auch aus. Liebe Kinder. Nee, so sieht es nicht im Urwald aus. Da werden die halt gleich abgekahlt. Ne? Ja gut, erstmal soll das egal sein. Jetzt haben wir keinen Strom mehr. Jetzt haben wir hier keinen Strom mehr. Oh Gott, Verbrennungsmotoren. Weg damit. Nee, jetzt ernsthaft nur so. Abreißen. Hallo, nicht unterirdisch. Weg damit. Weg damit. Was ist das? Ach, das ist ein Monument. Was ist das? Alles, was hier verbrannt wird, weg. Das geht hier nicht. Weg. Die haben alle keinen Strom mehr. Hier kommt gleich wieder Strom. Weg. Weg, 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 weg. Ey, du sollst weggehen. Hier oben. Drei Verbrennungskraftwerke hier. Weg damit. Hier oben, Krematorium. Verbrennungswerk. Weg damit. Was ist das hier? Weg damit. Weg damit. Fuck, das ist Müllverbrennung, ne? Oh Gott. Da muss ich ja wieder Mülldinger hier platzieren. Müllsammelplätze. Die haben ja auch eine Verschmutzung von... Keine Ahnung was, ey. Gut, ich mache hier auf alle Fälle erstmal Solarenergie. Zack. Und da das viele sind, mache ich hierhin auch noch eine. Wenn ich hier eins hinkriegen würde. Könnt ihr ja hier vorne einen Staudamm hinmachen. Ich glaube, der würde nicht sehr viel bringen. Oh, ich schweige gerne, dass ich hier irgendwo noch eine Solaranlage hinkriege, ey. Vorne vielleicht. Nö, auch nicht. Ja, dann müsst ihr halt mit einer zurechtkommen. Ist mir doch egal. Null. Ha! Endlich. Die orange Null. Ne, jetzt ist es wieder rot. Ne, aber ernsthaft, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt das eine Ding was bringt. Ich verschieb's mal und guck mal, ob ich da vielleicht noch... neben eins bekomme. Strom. Tatsächlich. Ich mache einfach noch eins daneben. So, aber ernsthaft, ne? Ich glaube, das Krematorium macht eine ordentliche Verschmutzung, oder? Nein, keine Verschmutzung. Weil das die ganze Zeit halt Rauch in die Umwelt pustet, aber es macht anscheinend keine Verschmutzung. Problem ist ja Müll jetzt hier, ne? Das macht ja eine Verschmutzung, ne? Oh Gott, von 100. Da kann ich auch gleich wieder das Ding hinmachen. Das ist halt noch die Lärmbelästigung dazu. Aber die hast du bei Industrie ja eh. Gute Frage. Wie habe ich denn das... Hier waren auch mal welche. Sag mal, wo habe ich die denn hingeplatziert? Die hätte ich doch irgendwie ausgelagert, oder? Ernsthaft, ich habe keine Ahnung, wo ich die hinplatziert habe, als ob ich die nur abgerissen habe. Gott, guck mal, hier kommt schon kaum jemand hin. Dann muss ich da halt. Eins. Mehr nicht. Eins. So. Gut. Minus 75.000, das hört man immer gerne. Das Gute ist ja, ich glaube, ich kann immer hier gucken, aber Forst dürfte ja nicht abgeholzt werden, oder? Also, da dürften die Ressourcen ja nicht vorbeigehen, oder? So wie bei Erzen zum Beispiel. Ich meine, das ist ja nachwachsen. Müsste sich ja immer wieder anpflanzen. Das Ding ist halt,
Wahrscheinlich habe ich dann da oben genau dasselbe Problem wie hier unten, dass ich einfach nicht genug Käufer für das Produkt habe. Was nicht so geil wäre. Ich verstehe es nicht. Das ist so unverständlich. Ich könnte halt noch eine Zuglinie, dass ich die Güterzuglinie sozusagen von hier einfach unterirdisch verlaufen lasse und einmal hier nach oben führe. Zu dem Güterbahnhof hier ran. Ist das der? Das ist ein Bahnhof zu dem Güterbahnhof hier. Und dass sie so, das sozusagen mit Schiff dann direkt Richtung Australien. Alles, was wir nicht brauchen, kaufen die da unten bestimmt. Übrigens, ihr seht ja, dass ich hier hauptsächlich nur noch am Problembekämpfen bin momentan. Ich habe genügend Verkaufswaren. Ich werde mal schauen, ob ich da online auch irgendwie was finde. Alter, nicht genügend Verkaufswaren. Warum? Ja gut, ich habe gerade die gesamte Industrie abgerissen. Das war vielleicht nicht vorteilhaft. Solltet ihr Vorschläge haben, bitte unbedingt immer in die Kommentare, wie man vor allen Dingen diese Probleme, diese Standardprobleme, irgendwie nicht genügend Verkaufswaren, findet keine Abnehmer und kein Strom, das weiß ich ja, wie man das beheben kann. Ich werde online auch mal schauen, mal gucken, ob ich da was finde. Aber da das jetzt natürlich relativ schwierig ist alles, was ist denn hier jetzt nicht verbunden? Zack. Zack. Was zum... Als ob ich diese Auffahrt nie angebunden habe. Als ob... Die ist falsch angebunden. Das fällt mir jetzt erst auf. Die liegt da drüber. Die ist gar nicht angebunden. Du. Zack. Jetzt ist er angebunden. Hoffe ich, oder? Ja. Gut, ich wollte jetzt so. Genau, deswegen auf, kommt momentan jetzt nicht mehr täglich City Skylines, weil ich ganz einfach nicht mehr, ich sag mal, so viel aufnehmen oder so viel zu tun habe, will ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, so eine Stadt, da gibt es immer viel zu tun, aber ich stehe halt gerade momentan so ein bisschen auf dem Schlauch. Durch das Mass Transit ist jetzt so viel Neues dazugekommen, was ich alles noch machen will, ja. Aber, Alter, warum sind jetzt die hier unten... Ach, als ob die jetzt alle Lärmbelästigung haben. Warum? Die haben doch auch kein... Alter, jetzt ohne Witz, ne? Sag nicht, dass die Lärmbelästigung durch die Monorail haben. Ich meine, die ist ja dazu da, dass sie da fährt. Ey, das ist nicht euer Ernst, Alter. Dinosaurus, the only restaurant with a service of dinosaurs. Das ist nicht euer Ernst. So real, you'll think a T-Rex is serving you T-Bone. A Pterodactyl is serving you Teriyaki. That a Brontosaurus is serving you Chili Dogs. Das ist doch echt nicht euer Ernst, dass ihr hier jetzt rummeckert, dass es zu laut ist. Alter, das gibt's nicht. Vor allen Dingen, ich habe ein neues Wohngebiet angesiedelt, ne? Und es geht halt null hoch, ne? Ich drehe ganz einfach mal das Ding hier noch runter. Ich mache halt noch mehr Minus. Ich glaube nicht, dass das dadurch jetzt runtergehen wird, ne. Vor allem ein Verstorbener muss... Alter. Warum? Die Monorail, die ist doch dazu da, dass sie auf Straßen gebaut wird. Warum haben die jetzt eine Lärmbelästigung? Jetzt erzähl mir nicht durch den Bahnhof. Komm, der macht doch nicht bis hier hinten Lärmbelästigung. Vor allem, weil die hier ja eben keine haben. Die sind ja viel näher dran. Da hätte ich vielleicht noch gesagt, die vielleicht. Nahverkehr? Wo haben wir sie hier? Monorail Bahnhof. Lärmbelästigung von 115. 135.
Okay, ja, also hier unten würde ich es verstehen. Hier. Aber nicht da oben. Das muss ja durch die Monorail sein. Was ist das? Geringer Bodenrichtwert. Ich krieg den halt nicht. Wenn das wirklich an der Monorail liegt, dann kriege ich den nicht hoch, ne? Den Bodenrichtwert. Ich weiß, dass die Stromnetze da hinten unterbrochen sind. Alter, wie viele Probleme ich einfach hab gerade. Das kann doch nicht sein. Darauf erstmal Raketenstart. Och Mann, ich kann auch noch nicht starten. Fucking hell. Was mache ich? Vor allem hier siedeln sich halt irgendwie keine an. Die haben alle keinen Bock oder was? Als ob jetzt sich hier keiner ansiedelt, ey. Schon auf dreifache Geschwindigkeit. Oh Gott. Was haben wir denn hier unten noch? Müllverbrennungsanlagen. Die kriegen ihre Sachen nicht verkauft. Ich weiß gerade nicht, ohne Witz, ich weiß gerade echt nicht, wo ich anfangen soll, ne? Ich bin halt nur, ihr habt jetzt eine Folge, glaube ich, nur gesehen, wie ich über die Stadt fliege und darüber philosophiere, wo die ganzen Probleme herkommen. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich baue eine Zeppelin-Linie. Ach komm, hier eine Fernlinie wollte ich machen, genau. Wo haben wir sie denn? Schiff. Fähre, so. Ich mache jetzt eine Fernlinie, ist mir egal. Fährendepot. Fährhaltestelle. Komm, wir machen erstmal ein Fährendepot. Das machen wir ins Industriegebiet. Da passt es wohl erstmal am besten hin. Hier hin so. Ja, ne? Oder? Hier unten. Hier hin. So. Machen wir es hier hin. Ich frage mich jetzt, ob das eine Straßenanbindung braucht oder nicht. Ja, braucht es. Zack. Zack. Da hat es seine Straßenanbindung. Fähren, Fernsehen, Betrieb, ja, ist klar. So, dann brauchen wir Fährhaltestellen. Hier. Fährhaltestelle. Dann machen wir doch hier gleich die erste. Zack. Dann machen wir. Wo machen wir noch welche? Machen wir hier eine. Zack. Dann machen wir hier eine. Zack. Dann machen wir hier eine. Zack. Und von hier aus können die nach da hinten laufen, wenn sie unbedingt wollen. Dann haben wir hier nämlich verschiedene. Können wir hier noch eine? Na, lohnt sich das, da eine hinzumachen? Nee, ne? Wir können aber definitiv hier eine machen. Oh, nee, Moment. Ich mache mir erstmal. Ich mache mal hier eine, ja. Ist zwar dann genau auf dem. Im Park hätte ich beinahe. Oh Gott, ist ja genau im Park. Es fällt mir. Ist ja scheiße. Dann mache ich mal hier vorne eine. Zack. Und dann halt hier auch noch eine. So. Und, dann geht's weiter. Guck ich mal, dann mache ich hier noch eine. Oh Gott, nee, da kann ich ja gar nicht. Machen wir da eine. Da brauchen wir keine. Dann machen wir hier eine. Zack. Perfekt, dann haben wir hier nämlich Fähren. Fähren. So. Was ist das? Fähr- und Busknoten. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ein Fährkai? Für zwei Fähren gleichzeitig. Mhm. Wow. Wo könnte man den gebrauchen? Ich würde sagen, hier unten. Ich lasse es aber erst einmal so. Ich lasse es erst einmal so. Und von hier machen wir dann nämlich zack und zack und na, verbindet er das jetzt? Ja, verbindet. Zack. Von hier aus, also von da aus, soll er dahin? Von da aus
da lang. Da lang und dahin. Warum hat der jetzt nur einen Punkt? Und die anderen hatten zwei. Gut, da wird anscheinend bloß nicht markiert. So. 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 Der fährt dann einmal hier eine schöne Kurve. Und von hier aus geht es dann noch weiter. Nach hier oben. Und natürlich das Ganze dann auch flussabwärts. Gut, dann haben wir hier nämlich eine schöne Linie. Ich weiß nicht, ob die die jetzt schon automatisch fahren. Fährlinie, was ist das? Fährweg. Nutzen Sie Wege, um die genaue Route für Fähren zwischen Haltestellen und Häfen zu markieren. Linien verlaufen auf Wegen. Aha. Dann machen wir es so. 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 Zack. Und zack. Und zack. Das Ding ist, ich weiß jetzt halt nicht, ob... Haltestelle hinzu. Haltestelle hinzu. Haltestelle hinzufügen. Lol. Warum geht das nicht? Hä? Willst du mich jetzt verkackeiern oder was? Warum geht denn das nicht? Ey, sag mal, bin ich jetzt wieder zu blöd dazu oder was? Guck mal, die haben nicht mal Wasser und ich kann die verbinden. Aber da meckert er mit mir rum oder was? Fange ich halt hier unten an. Neue Linie hinzufügen. So. Haltestelle hinter. Halte. Halt. Hä? Hä? Warum nicht? What? Zack. Uah. Zack. Uah. Zack. Geht nicht. Abreißen. Fährweg. Oh Gott. Wie kann ich einen Fährweg wieder abreißen? Oh Gott. Warum funktioniert das jetzt nicht? Warum funktioniert das jetzt nicht? Das funktioniert. Dann lasse ich die Haltestelle da unten halt erstmal aus, ne? Dann ist das so, aber verständlich ist es deswegen noch nicht.